Hallo und herzlich willkommen bei unserem Do-It-Yourself Adventskalender. Heute habe ich mal wieder das Glück, ein Geschenk von Eva auszupacken und ich freue mich schon total. Es ist die Nummer 18, der 18. Dezember. Und ich werde jetzt mal das aufmachen. Oh, was ist das denn? Kleine Deko-Sternchen. Die sind ja sehr süß. Da kann ich mir direkt noch mal ein bisschen das noch weihnachtlicher dekorieren alles. Ja, sehr schön. Danke, Eva. Und jetzt seht ihr, wie Eva das gebastelt hat. So, hallo, hier ist jetzt die Eva für euch und ich zeige euch, wie man diesen hübschen Baumschmuck macht, diese 3D-Sterne. Ihr könnt das natürlich auch mit Herzen machen oder mit allen anderen symmetrischen Sachen, die man in der Mitte halt falten kann. Ihr braucht ein bisschen Papier dafür, Geschenkpapier oder anderes schönes Papier, ganz wie ihr möchtet. Dann ein bisschen Band, was ihr oben dran macht, um das Ganze an den Baum zu hängen. Eine Nadel, um das Ganze zu befestigen, das zeige ich euch gleich. Und einen Ausstecher in der Form, die das Ganze nachher haben soll. Oder ihr macht euch so eine Schablone. Auf jeden Fall ist es sehr einfach mit den Ausstechern. Die legt ihr einfach, und Klebe braucht ihr natürlich auch. Klebe natürlich nicht vergessen, Klebe auch. Entweder Flüssigklebe oder ein Klebestift, ganz wie ihr wollt. Die Ausstecher legt ihr einfach auf das Papier und zeichnet da einmal drin rum. Einmal alle Seiten abzeichnen. Auf der Seite, die nachher innen liegt. Das ist bei mir das Weiß und die Außenseite wird Silber. Also meinen ersten Stern habe ich. Dann kommt der zweite dicht daneben. Ich will ja nicht unbedingt Papier verschwenden. So, Nummer 2 und dann Nummer 3 hierhin. So, Nummer 3, dann mache ich die vollständigen. Und dann schneide ich die alle drei aus. Erstmal schneide ich die mir grob aus. Ist das Ganze einfacher. So. Nummer 1 ist fertig, der kommt hier rüber, der Müll noch dort, dann den zweiten. Nummer 2 und dann Nummer 3. Habe ich ein bisschen unsauber gemalt. Einfach gerade schneiden. Das ist ja bei den Sternen ganz einfach. So, jetzt habe ich meine 3 Sterne. Der Müll kommt mal zur Seite. Die Klebe behalte ich. Jetzt halbiere ich die und knicke sie so, dass die silberne Seite innen liegt. Nummer 1.
Nummer 2. Und Nummer 3. So. Und dann nehme ich Klebe. Ich mache das ganz gerne mit einem Klebestift. Und klebe die eine Hälfte des Sterns, die weiße Seite, die innen liegen soll, schön ein. Also schön die Klebe darauf verteilen. Und dann klebe ich eine andere weiße Seite darauf. Schön die Mittellinien aneinander legen. Und gucken, dass die Zacken gut aufeinander liegen. Wenn es nicht ganz passt, wenn ihr, wie ich, ein bisschen unsauber geschnitten habt auf die Schnelle, könnt ihr das nachher noch korrigieren. Da könnt ihr nachher noch mal dran lang schneiden, damit das Ganze wirklich perfekt liegt. So. Und dann streicht ihr jetzt die beiden Seiten hier von den jeweiligen Sternen, die zusammen einen neuen Stern ergeben, auch mit Klebe ein. So. Und dann kommt der dritte Stern dort drauf. Schön einpassen, damit das Ganze gut liegt. So sieht das Ganze dann aus. Ein bisschen dreidimensional, steht auch von selbst. Wie gesagt, man kann das dann noch ein bisschen korrigieren. Zum Beispiel hier unten. So einmal rumgucken, wo das nicht so ganz genau passt. Da schneide ich nochmal dran her. Und über hier an der Seite noch ein bisschen. So, hier oben auf jeden Fall ein kleines Löchchen rein. Es geht noch besser, wenn das Ganze richtig getrocknet ist, die Klebe. So, dann nehme ich mir mein Band. Ziehe das einmal mit durch das Loch. So, da ist es. Die eine Hälfte durchziehen und das Ganze oben zusammenbinden. Ihr könnt natürlich auch andere Bänder nehmen oder ihr nehmt einen Bindfaden oder ihr macht einfach direkt solche Weihnachtsbaumschmuckhalterungen da dran. Das funktioniert natürlich auch alles. Ich finde das mit den Bändern ganz hübsch. Das gibt dem Ganzen noch so einen farbigen Touch. Und ja, dann ist auch schon der Baumschmuck fertig. Ich packe die beiden gleich noch für Katharina ein. So. So sieht der Ganze dann aus. Hier die beiden nochmal. Und ja, ich packe das Ganze wieder in eine Serviette ein. Lege die beiden flach hin. Die Serviette aufmachen, oben zusammennehmen und dann schneide ich mir ein Stück, ich habe hier direkt noch eins, brauche ich gar nicht abschneiden, ein Stück Faden bzw. Band natürlich. Dann mache ich da noch ein Schleifchen drauf. So. Das kürze ich hier an der Seite noch ein bisschen. So. Und dann brauche ich noch einen von meinen Geschenkanhängern. Das Ganze ist für den 18. Dezember. Das schreibe ich hier mal drauf. Schöne dicke 18. So. Und dann binde ich das noch hier mit dran. Einmal durch. Und dann mache ich hier noch einen kleinen Knoten drauf.
und dann hält das Ganze auch gut. Ja, wenn euch die Anleitung gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder teilt das Video mit euren Freunden, das wäre auch super, vielleicht haben die ja auch Spaß daran. Und sonst schaut mal bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns vorbei, da freuen wir uns natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal.